Ich rufe jetzt auf Tagesordnungspunkt 24, Entschließungsantrag der Fraktion der SPD betreffend Solidarität des Hessischen Landtags mit den Beschäftigten im Kali-Revier zusammen mit Tagesordnungspunkt 43, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der FDP betreffend Kurzarbeit beenden, Unterstützung der Beschäftigten von KSS. Drucksache 19/3778 aus 19 zusammen mit Tagesordnungspunkt 44, dringlicher Antrag der Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Zukunft der Kali-Produktion in Hessen sichern, Drucksache 19/3779 aus 19 sowie den Tagesordnungspunkt 47, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke betreffend Solidarität des Hessischen Landtags mit den Menschen im Kali-Revier, Drucksache 19/3784 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und der erste Redner ist bereits am Pult. Das Wort hat Kollege Schäfer-Gümbel. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Am vergangenen Donnerstag haben nach offizieller Zählung 12.000 Menschen nach den inoffiziellen Zahlen des Betriebsrats von K plus S 14.500 Menschen in der Region unter dem Motto Hand in Hand für die Kali-Industrie im Werratal demonstriert. Ich finde, diese Demonstration war ein beeindruckendes Signal auch an die Landespolitik hier in Wiesbaden. Ich will es gleich am Anfang sagen, weil ich natürlich die Sprüche in einigen Reihen auch des Hessischen Landtags, manchmal auch in Reihen der Landesregierung höre, aber auch manchmal in öffentlichen Debatten nach dem Motto K plus S, Kali-Bergbau, wir können es nicht mehr hören. Ich will, es gibt Leute, die das sagen. Es gibt Leute, die das sagen. Das ist übrigens nicht anders als die Mechanik, die wir manchmal in der Debatte um den Frankfurter Flughafen zur Kenntnis nehmen mussten, dass die Themen, die Menschen in einer Region in Hessen besonders beschäftigten, andere in anderen Teilen des Landes nicht interessieren. Auch deswegen war es uns wichtig, am heutigen Tag unsere Solidarität im Hessischen Landtag damit zu dokumentieren, dass wir die Sorgen der Menschen und der Beschäftigten im Kali-Bergbau in der Region sehr ernst nehmen. Der Kali-Bergbau ist die Existenzgrundlage für viele tausend Familien, und zwar nicht nur derer, die unmittelbar im Bergbau beschäftigt sind, sondern es ist vor allem auch damit ein Rückgrat, der Kali-Bergbau ein Rückgrat, ein wirtschaftliches Rückgrat für die gesamte Region. Die Kurzarbeit der vergangenen Monate ist ein deutlicher Hinweis darauf, wie ernst die Sorgen des Unternehmens, der Beschäftigten, der gesamten Region sind. Wir diskutieren das ja in der Tat nicht zum ersten Mal. Die Menschen erwarten, wie ich finde, zu Recht, dass sich der Hessische Landtag damit nicht nur beschäftigt, sondern sich solidarisiert. Das erwarte ich ausdrücklich auch von der Landesregierung und der sie tragenden Koalition von Schwarz und Grün. Ich erwarte auch, dass sie keine Pirouetten mehr beim Bergbau in Nordhessen drehen. Ich will das offen sagen. In die Menschenkette haben sich einige eingereiht, die, wenn sie sich an die eigene Nase fassen würden, dass sie dann zumindest sich fragen müssten, für was oder für wen oder gegen wen Sie sich da eigentlich solidarisieren. Ich will zum Beispiel, nein, ausdrücklich nicht, Herr Wagner, Herr Boddenberg, Sie kommen dran, Herr Boddenberg. Weil ganz objektiv ist die schwierige Situation des Kali-Bergbaus mit politischen Altlasten verbunden, die insbesondere CDU-Umweltministerinnen in den letzten Jahren mit zu verantworten hatten, weil sie die Themen haben liegen lassen. So einfach ist das. Beim Punkt an die eigene Nase fassen gilt allerdings auch durchaus der Hinweis auf die Unternehmensführung. Hier ist ganz sicherlich zugute zu halten, dass die Abwässer seit 2007 halbiert worden sind und dass das Unternehmen im weltweiten Vergleich der Produktionsbedingungen gerade im Werratal sehr viel erreicht hat.
Aber es gab eben auch immer wieder eine Haltung, dass die Politik, wer immer das dann am Ende auch ist, in letzter Konsequenz die Kohlen für schwierige Themen aus dem Feuer zu holen hat. Deswegen auch die Unternehmensführung hat eine Verantwortung für die Situation. Aber uns ist wichtig, am heutigen Tage sehr klar zu sagen, dass das nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden darf, was da an Versäumnissen entstanden ist. Ich will ausdrücklich in Richtung der amtierenden Umweltministerin konstatieren, dass sie sich sehr viel intensiver mit dem Thema beschäftigt hat und das Thema angenommen hat als alle ihre Vorgängerinnen. Ich komme dazu. Allerdings, und auch das will ich ausdrücklich anerkennen, hat sie mit dem Vier-Phasen-Plan zumindest ein Fundament in dieser Debatte eingezogen, das es bisher nicht gab. Ich will allerdings auch darauf hinweisen, dass wir immer noch jenseits der Pressemeldungen und der öffentlich erklärten Vereinbarung auf den Vertragsentwurf warten. Allerdings will ich darauf hinweisen, Frau Ministerin, und das ist der Teil, der mich schon befremdet, auch in dem Antrag der Koalitionsfraktion, weil sie so tun, als hätte das sozusagen gar nichts mehr mit der Situation zu tun, dass mit dem darüber hinausgehenden Masterplan Salzreduzierung der Flussgemeinschaft es sehr wohl neue politische Vorgaben gegeben hat, die in Teilen deutlich über dem Vier-Phasen-Plan sind, die deutlich im Widerspruch dazu sind und deswegen ausdrücklich auch Unsicherheiten neu hergestellt haben. Und wir sagen schon am heutigen Tag, auch Sie sind in der Verantwortung dafür, dass die Zukunft der Beschäftigten im Kalibergbau nicht zum Spielball des Zuständigkeitszugeschiebe von Politik auf der einen Seite und Unternehmensführung auf der anderen Seite werden darf. Und dass der Widerspruch zwischen Masterplan Salzreduzierung auf der einen Seite und dem Vier-Phasen-Plan existiert, das wird uns sicherlich in den nächsten Monaten auf unterschiedlichsten Ebenen weiter beschäftigen. Dass Sie mit dem Masterplan einen Konsens am Ende hingekriegt haben zwischen den beteiligten grünen Umweltministern, das ist ja sozusagen politisch irgendwie noch erklärbar, dass Sie versucht haben, die vier beteiligten Länder auf die Ebene zu bringen. Und ich will ausdrücklich sagen, das, was manche Länder in der Debatte sich leisten, da stehe ich manchmal nur noch staunend davor. Das gilt für alle beteiligten Landesregierungen, und zwar völlig egal, wie sie politisch konstatiert sind. Aber auch Sie haben eine Verantwortung dafür, weil Sie diese neue Unsicherheit in den gesamten Prozess mit eingeführt haben, weil auch Sie haben diesem Masterplan zugestimmt. Auch das muss gesagt werden. Deswegen reicht es auch nicht, Frau Ministerin, wenn Sie in einer Presseerklärung zur Menschenkette die Verantwortung für die Situation alleine auf das Unternehmen abwälzen. Das ist nicht in Ordnung, weil Sie sehr wohl wissen, dass die Lage sehr viel komplizierter ist und dass Sie eine Mitverantwortung für die derzeitige Situation haben. Das meine ich jetzt erst einmal wertneutral, weil es kann ja für bestimmte Entscheidungen gute Gründe geben. Aber dann öffentlich zu erklären, dass das so schwierig ist, ist nur das Problem des Unternehmens. Bei allen zu kritisierenden Punkten. Das ist schlicht und einfach nicht in Ordnung und spricht ein Stück weit für ein System organisierter Unzuständigkeit. Und das finde ich mit Blick auf die Sorgen der 14.500 Menschen, die sich öffentlich geäußert haben, indem sie sich an der Menschenkette beteiligt haben, finde ich es unangemessen, so damit umzugehen. Sie behaupten, dem Unternehmen sei bereits Planungs- und Investitionssicherheit gegeben worden. Die 12.000 oder 14.500 Menschen haben das ganz offensichtlich anders gesehen. Und ich will das noch einmal mit Blick auf diesen Unterschied zwischen Vier-Phasen-Plan und Masterplan sagen. Es gibt ganz offensichtlich keine Planungs- und Investitionssicherheit, weil die Regime, die hinter beiden Konstruktionen stehen, unterschiedlich sind. Und das müssen Sie auflösen, weil das Unternehmen kann den Teil wiederum nicht auflösen. Was gilt nun? Der Vier-Phasen-Plan oder die Entscheidung der Flussgemeinschaft? Und wie wollen Sie das auflösen? Wie ist das Unternehmen darin einbezogen? Das sind Fragen, die in der Tat ganz wesentlich dafür sind, die Investitionssicherheit auch für das Unternehmen darzustellen. Und
Ich glaube, dass Ihnen das ziemlich viele am Rande der Menschenkette auch in der vergangenen Woche ausgesagt haben. Ich sage Ihnen, das Spiel, das wir seit Jahrzehnten erleben, dass Arbeit und Umwelt gegeneinander ausgespielt werden, ein Spiel, das auch in diesen Tagen wieder einige betreiben, einige auf der Unternehmensseite, denen der Umweltteil völlig egal ist, und auf der anderen Seite die, die im Moment nur den Umweltpunkt ansprechen und sich sozusagen um das Thema Arbeit kümmern, das muss aufhören. Wir sagen, Arbeit und Umwelt ist mit einem vereinbar. Es ist ein Erfolgsrezept, und wir wollen nicht, dass länger Arbeit und Umwelt gegeneinander ausgespielt werden. Und da haben auch Sie eine Verantwortung für. Ich will am Ende eine persönliche Bemerkung machen, weil ich auch nur noch eine halbe Minute habe. Ich will das offen sagen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Die SPD steht in einer gewissen Tradition. Ja, es ist beispielsweise so, dass die SPD traditionell, wenn das Steigerlied gespielt wird, aufsteht, weil es unsere Form der Würdigung und des Respekts vor harter und gefährlicher Arbeit ist. Zu dieser Tradition stehen wir. Ich weiß sehr wohl, dass es in diesem Haus einige gibt, die diese Tradition nicht teilen. Ich weiß auch, dass es einige gibt, die der Auffassung sind, dass, wenn das Steigerlied gespielt wird, beim Sozialdemokraten das Hirn ausschaltet. So wird das offen gesagt. Ich will es offen sagen, diese Haltung ist nicht unsere. Wir bleiben dabei, dass wir in dieser Tradition stehen. Und deswegen Kollege uns auch Schäfer, der Bergbau, Gümbel, Sie ich komme zum Ende, bitte zum Ende kommen. Und in diesem Sinne uns auch die Zukunft des Bergbaus in Nordhessen weiter am Herzen liegt. Und wir uns deswegen solidarisch mit den Beschäftigten und der gesamten Region erklären. In diesem Sinne, Glück auf. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Als die Präsidentin gerade diese Debatte aufgerufen hat, sagte ein Unionskollege, nachdem er seinen Sitzplatz verlassen hat, schon wieder Kali und Salz, ich kann es nicht mehr hören, und ging raus. Es ist ja häufig so, dass wir Debatten im Landtag haben, wo der ein oder andere denkt, muss man das schon wieder diskutieren. Ich sage Ihnen einmal, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hätten uns am heutigen Tage auch gewünscht, und ich glaube auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kali und Salz, dass diese Debatte im Hessischen Landtag heute nicht notwendig gewesen wäre, wenn diese Landesregierung endlich einmal handeln würde, und zwar in die richtige Richtung. Und deshalb ist täglich grüßt das Murmeltier keine Frage dessen, was die Opposition hier macht oder ob dort fast 14.000 Leute, Kollege Schäfer-Gümbel sagte, über 14.000 Leute. Und ich sage mal auch, als wir da waren, die Kollegen waren ja alle da. Und wenn man gesehen hat, wie bei den Menschen, bei den Mitarbeitern, bei den Angehörigen dort auch Angst im Gesicht war, wie es mit ihrem Arbeitsplatz, wie es mit der Region, wie es mit der Frage der Kali- und Salzproduktion in diesem Bereich weitergeht, da muss man doch ehrlich sagen, ja, das Thema verdient es, hier im Landtag debattiert zu werden. Es verdient es auch deshalb, weil, ich sage die Opposition, aber genauso die Regierungsfraktionen, die Pflicht haben, in dieser Frage das Regierungshandeln zu überprüfen und die Frage zu stellen, warum wir schon wieder über Kali und Salz diskutieren müssen. Diese Frage darf man, denke ich, wirklich berechtigt stellen. Das Erstaunliche ist, wenn man sich die Situation anschaut, dass nicht nur die Menschen, die dort demonstriert haben, ein sehr klares Bekenntnis zum Unternehmen abgegeben haben, auch die Politik natürlich, auch die Regierungsfraktion, die Umweltministerin, die mir teilweise keinen ganz glücklichen Eindruck machte, als Herr Steiner, der Betriebsratsvorsitzende, aber vor allem auch Herr Vassiliadis geredet haben, weil Herr Vassiliadis in einer, ich finde, sehr beeindruckenden Rede mal klargestellt hat, worum es eigentlich geht. Es geht um die Frage, ob wir in Deutschland in der Lage sind, im Bereich der Bodenschätze überhaupt noch sozusagen einen Wirtschaftszweig aufrechtzuerhalten oder ob wir ihn mit Umweltauflagen sukzessive kaputt machen. Und ob sozusagen die Frage dessen, ob der gesunde Menschenverstand noch zählt, bei den Auflagen, die wir machen,
und die in anderen Ländern gemacht werden, in irgendeinem Verhältnis steht. Und Herr Kollege Boddenberg, ich habe bei Herrn Vassiliadis bei der Frage sehr geklatscht, weil ich es für die Grundsatzfrage halte. Ist das, was dort passiert, steht das noch in einem Verhältnis? Jetzt hat Herr Schäfer-Gümbel gerade gesagt, es gibt auch auf Unternehmensseite Menschen, die das Thema Umweltschutz ausblenden. Ich will einmal sagen, ein Unternehmen wie Kali und Salz, das in den vergangenen Jahren über 400 Millionen € investiert hat, jetzt noch einmal 400 Millionen € investiert, 800 Millionen € investiert für Umweltschutz, dem, glaube ich, kann man nicht im Hessischen Landtag vorwerfen, das sollten auch die Regierungsfraktionen nicht tun, dass dieses Unternehmen sich nicht für Umweltschutz einsetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, sondern in einem überdimensionierten Maße investiert, damit die Produktion dort stattfinden kann. Wir haben auf dem Parkplatz gestanden, wo diese Kundgebung mit 14.000 Leuten stattgefunden hat. Im Hintergrund konnte man den Turm dieser KKF-Anlage sehen, 160 Millionen €, die an diesem Standort investiert werden, die das Werk, Kollege Lenders wies mich gerade noch einmal darauf hin, selber sozusagen finanziert und sozusagen erwirtschaftet hat. Da muss man doch sagen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Standort haben mehr als genug ihren Anteil dazu geliefert, dass Produktion auch in Zukunft dort stattfinden kann, ohne den Umweltgedanken auszublenden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb, das, was hier passiert, Herr Kollege Boddenberg, überrascht uns nicht. Es ist das, was wir vorausgesagt haben. Eine grüne Umweltministerin, die ja nicht erst seitdem sie im Amt ist, ihren Kampf gegen das Unternehmen führt, sondern seit Jahren vorher. Und wer mal sich anschaut, was die GRÜNEN zu diesen Themen publiziert haben, der wundert sich nicht. Ich lese einmal einen Satz vor. Die Versenkung von Salzlauge muss mit dem Auslaufen der Genehmigung 2015 eingestellt werden. Eine weitere Versenkung bis 2021 ist vor dem Hintergrund, dass das Land jetzt kommt, nicht Hessen, sondern Thüringen, die Versenkung bereits 2007 aufgrund der Umweltrisiken eingestellt hat, nicht vermittelbar. Die Entsorgung der Versenkung führt jetzt zu Langzeitbelastung für das Grundwasser usw. So Thüringen. Jetzt hören wir uns einmal den hessischen Text an, der hessischen GRÜNEN. Die Einleitung von laugenhaltigen Abwassern in die Werra und die Verpressung von Salzlauge in den Untergrund durch das Unternehmen K+S müssen aufhören. Wir GRÜNE wollen, dass die Laugenverpressung spätestens 2015 endet. Ich sage einmal, die hessischen GRÜNEN und die Thüringer GRÜNEN waren in ihrem Ziel nie so nah wie heute, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das ist der eigentliche Skandal. Und deshalb, Herr Kollege Wagner, müssen Sie jetzt nicht "Mein Name ist Hase" spielen, als ob Sie nicht wüssten, worum es geht. Das ist doch die alte grüne Strategie, politische Positionen, die Sie haben, über Verwaltungshandeln umzusetzen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wie läuft denn das Spiel? Kali und Salz liefert Unterlagen. Und das Regierungspräsidium sagt, das ist uns nicht genug. Wenn das einmal passiert, Frau Hinz, würden wir Ihnen ja noch glauben, dass das über Jahre passiert. Da glauben Sie doch nicht ernsthaft, dass noch irgendein Bürger in diesem Land daran glaubt, dass das ein Zufall wäre, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist doch kein Zufall mehr, was hier passiert. Dieses Spiel, wir halten die Möhre hin und ziehen die Möhre immer weiter weg, meine Damen und Herren, genau das haben wir uns vorgestellt. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Hessen und Thüringen. Es gibt einen Unterschied. Dass die Thüringer Landesregierung unter der Führung von Bodo Ramelow, und ich muss sagen, es fällt mir schwer, es zu sagen, es geschafft hat, ja, ich muss es, aus mehreren Gründen fällt es mir schwer, es zu sagen, dass die Thüringer Landesregierung es geschafft hat, jetzt einen Rechtszustand herbeizuführen, damit die Kurzarbeit in Thüringen beendet werden kann, während die hessische Landesregierung unter Volker Bouffier diesen Zustand nicht beendet, meine Damen und Herren, zeigt, wem das Thema wichtig ist und wem es nicht wichtig ist. Und jetzt hinter mir passiert gerade Folgendes. Der hessische Wirtschaftsminister, Kollege Al-Wazir, lacht. Das ist ja eine sozusagen Gestik, die wir von Herrn Kollegen Al-Wazir kennen. Und Herr Al-Wazir, jetzt sage ich Ihnen einmal, dieses Thema Kali und Salz ist nicht nur ein Umweltthema. Es ist ein Wirtschaftsthema, weil es eines der Unternehmen in Hessen ist mit der größten Wertschöpfung. Und deshalb, wenn Sie demnächst einmal Zeit haben, wir können gerne einmal gemeinsam hinfahren. Das war eine spannende Veranstaltung. Ich konnte dort noch viel lernen. Und ich habe auch gelernt, es ist nicht nur ein Umweltthema, es ist auch ein Wirtschaftsthema. Dann lachen wir dort doch einmal gemeinsam mit den Mitarbeitern. Das wäre doch einmal eine klare Botschaft. Und ich hatte das Gefühl, Herr Al-Wazir, ich glaube, Frau Hinz als Umweltministerin auch, die Mitarbeiter konnten dort gar nicht lachen. Die 14.000 Menschen, die dort gestanden haben, die Angehörigen, die Familienmitglieder, die hatten gar nichts zum Lachen an dem Tag, weil die Angst um ihre Arbeitsplätze und ihre Zukunft haben, Herr Al-Wazir. Und deshalb, wenn man hier diesen Landtag nutzt, um sich sozusagen, ich sage mal, fast lustig zu machen über die aktuelle Situation, dann hat man, glaube ich, die Situation nicht ernsthaft verstanden.
Dass wir im Bereich der Industriearbeitsplätze in unserem Land Probleme haben, bei über 400.000 Arbeitsplätzen, glaube ich, sollte unbestritten sein. Die Auftragslage in der Industrie geht zurück. Energieintensive Unternehmen kämpfen mit der Energiewende. Der Flughafen kämpft in zwei Wochen, wie wir hören, mit einem anderen Thema, mit dem von Schwarz-Grün erfundenen oder sozusagen wahrscheinlich sehr durchdachten Lärmdeckel. Aber dazu kommen wir dann in den nächsten Wochen. Das sind alles Punkte, wo Sie möglicherweise Ihre Themen aus dem grünen Wahlprogramm zur Realität verhelfen. Ob es dem Wirtschaftsstandort und den Menschen in Hessen weiterhilft, meine Damen und Herren, da habe ich nicht nur Zweifel, sondern es ist das Gegenteil von dem, was die Menschen in Hessen wirklich brauchen. Und deshalb abschließend meine Bitte an den hessischen Ministerpräsidenten. Bodo Ramelow, der ja auch kurz da war bei der Veranstaltung, hat dort das Thema Umweltschutz im bilateralen Gespräch auch angesprochen. Ich hatte nicht das Gefühl, und das gilt, glaube ich, für jede Fraktion in diesem Haus, für die eine mehr, für die anderen weniger, dass irgendeiner von uns in diesem Haus das Thema Umweltschutz bei einem so wichtigen Thema wie Kali und Salz außer Acht lassen kann. Absolut unbestritten. Aber dass auf der anderen Seite irgendwann einmal wieder der gesunde Menschenverstand zurückkommen muss und ideologisches Verwaltungshandeln beendet werden muss, das wird nicht dadurch gehen, dass man Frau Hinz in dieser Frage freie Hand lässt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist zum Schluss die Frage, ob Kali und Salz auch in Hessen Chefsache wird, wie bei Herrn Ramelow, oder ob es in Hessen aus welchen Gründen auch immer im grünen Bereich bleibt und ob Frau Hinz dort sozusagen mit ihren Leuten in diesem Bereich ihre Vorstellung, die sie ja am grünen Wahlprogramm, ich glaube, das haben Sie mit unterstützt, Frau Hinz, oder ist das nicht? Haben Sie das Wahlprogramm der Grünen nicht unterstützt, dass dieses Wahlprogramm mittlerweile durch Verwaltungshandeln umgesetzt wird? Und deshalb abschließend meine klare Botschaft. Herr Ministerpräsident, eigentlich ist es heute an Ihrer Stelle, hier zu sagen, dass das, was wir gemeinsam auf Ihrer Reise in Chile erlebt haben, das Unternehmen Kali und Salz dort investieren muss, um auch weiter Wertschöpfung zu erreichen, dass wir nicht gemeinsam wollen, dass das Unternehmen Kali und Salz eben nur noch im Ausland produziert, sondern dass wir es gemeinsam schaffen, eines der wichtigsten Unternehmen in Hessen mit einer unglaublichen Wertschöpfung, aber mit einer unglaublichen Tradition und Bedeutung für die Region, das will ich hier noch einmal klar herausstellen, dass dieses Unternehmen eine Zukunft hat und nicht in der Legislaturperiode von Schwarz-Grün sozusagen dem Ende nahe geführt wird. Denn danach sieht es zurzeit aus. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was Sie heute hier sagen, Frau Hinz. Wann wird denn von Ihrer Seite die Versenkerlaubnis erteilt? Was ist denn Ihr Zeitplan? Sagen Sie uns doch einmal heute, was ist Ihr Zeitplan? Spielen Sie weiter auf Zeit? Machen Sie weiter das Mörchenspiel nach dem Motto hinhalten, wegziehen? Oder greifen Sie irgendwann auch durch? Ich bin sehr gespannt, was Sie heute konkret sagen oder ob Sie wie in jeder Debatte wieder sozusagen den Eindruck erwecken, Sie spielen auf Zeit, Sie wollen uns gar nicht an den wirklichen Verfahren teilhaben lassen. Und dann hat der CDU-Kollege auch recht, dass wir wieder über Kali und Salz Kollege sprechen müssen. Kollege Rentsch, denken Sie bitte an die Redezeit. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir wollen von Ihnen heute klare Aussagen und kein Rumgeeiere mehr. Wann wird die Versenkerlaubnis erteilt? Das ist die Frage, die heute hier im Raum steht. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zunächst zwei Vorbemerkungen machen. Kollege Rentsch hat gerade von den Ängsten der Betroffenen, der dort Beschäftigten und deren Familienangehörigen gesprochen. Ich glaube, Herr Rentsch, mit einer solchen Rede, wie Sie sie hier gehalten haben, tragen Sie genau zu diesen Ängsten bei, indem Sie nämlich viel weiter hinter dem zurückliegen, was Ihre Einschätzung der Situation anbelangt, als die Beschäftigten, beispielsweise Vertreter des Betriebsrates, die man bei dieser Gelegenheit in der letzten Woche sprechen konnte, und auch weit zurückliegen hinter dem aus meiner Sicht zu Recht von Herrn Steiner angesprochenen Themen und Fragen, die wir hier diskutieren heute einerseits, andererseits aber ich von Herrn Steiner, dem Vorstandsvorsitzenden, und noch einmal auch von Beschäftigten höre, dass sie glauben, dass wir die anstehenden Probleme zeitgerecht so lösen werden, dass es keine Einschränkungen mehr bei der Beschäftigung und beim Abbau dort von Kali und Kali-Produkten geben muss. Also deren Optimismus sollten Sie sich vielleicht einmal zu eigen machen. Ich will noch einmal sagen, also ich glaube, ich habe nicht gerufen, dass schon wieder K&S auf der Tagesordnung steht, Kollege Rentsch. Wir haben früher einmal etwas enger zusammengearbeitet, und da gab es Wahlkämpfe, da hatte ich noch eine andere Zuständigkeit. Ich war derjenige, der auf Plakate geschrieben hat, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz.
Und dabei bleibt es für die CDU-Fraktion und ich glaube für die Grüne-Fraktion und ich hoffe für alle anderen Fraktionen in diesem Hessischen Landtag auch. Wir kämpfen um jeden einzelnen Arbeitsplatz, und wir müssen uns nicht wechselseitig absprechen, dass jeder Einzelne, der von einem Arbeitsplatzverlust bedroht ist, am Ende Sorgen hat, seine Familien Sorgen haben, und dass wir uns gemeinsam darum kümmern. Das halte ich für selbstverständlich. Das muss man nicht jedes Mal wiederholen. Und Herr Schäfer-Gümbel, zu der Frage, was ist denn bisher passiert, kann ich nur so viel sagen. Herr Warnig sitzt ja neben Ihnen heute, hat mehrfach hier zu diesen Fragen gesprochen in der Vergangenheit. Ich erinnere mich, dass Sie völlig zu Recht darauf hingewiesen haben, das Unternehmen hat doch schon so viel gemacht. Die Einsenkmengen, die Einleitmengen halbiert von 14 Millionen Kubikmeter auf 7 Millionen Kubikmeter. Das haben Sie hier gelobt. Ja, wo kamen denn diese Verringerungen der einleitenden Mengen oder der Einleitmengen her? Sie kamen aus einem 360-Millionen-Programm auch früherer Landesregierung. Also, es ist völlig fehl, hier zu behaupten, in der Vergangenheit sei nichts unternommen worden. Im Gegenteil, wir haben dem Unternehmen dabei geholfen, seit vielen Jahren dabei geholfen, diesen schwierigen Weg am Ende aber so zu gestalten. Und das ist entscheidend, dass wir ein Unternehmen dort auch mit einer Perspektive für die nächsten Jahrzehnte ausstatten, die beruht darauf, dass es die Regeln, die Gesetze der Europäischen Union, die Richtlinie der Europäischen Union und die deutschen Gesetze einhält. Das muss Rechtssicherheit als Stichwort für dieses Unternehmen und für die Beschäftigten dort ein hoher Wert an sich sein. Und Kollegen, ja, es waren eine ganze Reihe Kollegen dort, und das fand ich auch mehr als notwendig, wenn 12.000, 14.000 Menschen auf die Straße gehen und bewusst sein, noch einmal verstärken wollen, dass es um Arbeitsplätze und um diese ganze Region geht, dann halte ich es für mehr als selbstverständlich, dass wir als Abgeordnete dort sind, nicht nur Solidarität zeigen, sondern auch mit den Menschen ins Gespräch kommen. Ich will noch einmal sagen, mein Eindruck ist, dass die Beschäftigten dort sehr wohl wissen, dass diese Landesregierung von morgens bis abends, und zwar nicht nur die Umweltministerin Priska Hinz, Vier-Stufen-Plan als Stichwort, sondern auch der Ministerpräsident selbst, nahezu wöchentlich sich mit diesen Fragen beschäftigen. Das Unternehmen kann sich darauf verlassen, dass das auch so bleiben wird. Und, Kolleginnen und Kollegen, hier ist Herr Ramelow gelobt worden. Jetzt muss ich natürlich einmal einen kleinen Schlenk nach Thüringen machen, wenn Sie es schon ansprechen. Herr Ramelow, Herr Rentsch, dass Sie ihn loben, ist wirklich bemerkenswert, aber geschenkt. Ist Chef einer Regierung, bei der es eine Umweltministerin gibt. Die Grünen hören mal gerade weg, weil ich darf das, glaube ich, trotz allem, auch wenn es eine grüne Kollegin in Thüringen ist, kritisieren, die sich seit Jahren gegen diese Versenkerlaubnis, die dringend erforderlich ist, ausspricht und die hessische Landespolitik, die Landesregierung in Person von Priska Hinz auffordert, diese Versenkerlaubnis zu versagen. Und da wollen Sie uns hier erklären, dass Herr Ramelow derjenige ist, der dieses Unternehmen rettet. Das ist abenteuerlich. Also, den als weißen Ritter hier zu bemühen, das ist schon wirklich bemerkenswert. Kolleginnen und Kollegen, ich will sagen, Herr Schäfer-Gümbel, Sie sagen häufig zu Recht, wir dürfen die Menschen nicht gegeneinander ausspielen. Zu dem, was das bedeutet, will ich nur so viel sagen. Es gibt Menschen in dieser Region, parteiübergreifend, in jeder Partei, politisch Verantwortliche, aber auch Menschen, Bürgerinnen, die in dieser Region wohnen, die haben auch noch eine andere Sorge, nämlich die haben die Sorge um ihr Grundwasser, um ihr Trinkwasser. Und ich erinnere einmal daran, wir haben in der Europäischen Union einmal eine Petition gehabt, die hatte innerhalb weniger Tage über 1 Million Unterzeichner. Da ging es um die Frage der Privatisierung der Unternehmen im Bereich Trinkwasser. Heißt, eine hohe, höchste Sensibilität der Menschen, wenn es ums Trinkwasser geht. Und das wiederum bedeutet dort, Thema, was Sie angesprochen haben, wir dürfen die einen nicht gegen die anderen ausspielen, dass wir beides zusammenführen müssen. Und zu dem Zusammenführen gehört, dass man beispielsweise, ich habe es eben schon einmal angesprochen, das, was der Gesetzgeber, also wir als diejenigen, die auch Hüter eines so wertvollen Lebensmittels sind, in Gesetze gegossen hat, am Ende auch umgesetzt wird und nicht einmal einfach so zur Disposition gestellt wird. Herr Rentsch, wie dürfen wir denn Ihren Antrag, Ihren Brief an den Ministerpräsidenten verstehen? Herr Ministerpräsident wird aufgefordert von der FDP, von Herrn Rentsch heute wiederholt. Er soll doch einmal jetzt dafür sorgen, dass in den nächsten 4 Wochen die Genehmigung erteilt wird. Ja, meine Damen und Herren, in welchem Rechtsstaat leben Sie denn, Herr Rentsch? Das entscheidet doch nicht der Ministerpräsident per Ordre de Mufti. Das entscheiden Behörden auf der Grundlage von Recht und Gesetz. Das ist am Ende ein Vorgang. Das ist am Ende ein Vorgang, der auch gerichtsfest
der auch gerichtsfest sein muss. Was nutzt es denn Kali und Salz und den Beschäftigten, wenn wir mal hoppla die hopp dort gerade zu einer vermeintlichen Lösung kommen und am Ende des Tages vor Gerichten, und Sie können sicher sein, dass es Klagen gegen eine solche Genehmigung geben wird, das haben wir bisher schon erlebt, sei es von örtlichen Kommunen oder auch von Bürgerinnen und Bürgern. Also, wir brauchen Rechtssicherheit, wir brauchen Klarheit und einen Rechtsstaat. Ich wundere mich, dass Sie diese Verfahren und diese Grundsätze so in Zweifel ziehen und in Frage stellen. Und weil wir gerade dabei sind, Herr Gremmels hat in einer der letzten Debatten, ich glaube, das war schon 2015, sehr klare Worte gesagt. Ich empfehle der SPD-Fraktion, einfach einmal das, was Herr Gremmels damals, ich darf das mit Erlaubnis der Präsidentin zitieren, gesagt hat, zu verinnerlichen und noch einmal darüber nachzudenken, ob es klug ist, solche Auftritte hier zu haben, bei der auch Sie oder dem auch Sie insinuieren, es muss jetzt einmal der Ministerpräsident irgendwo auf den Tisch hauen, dass das vorankommt. Herr Gremmels hat seinerzeit gesagt, Herr Schäfer-Gümbel, Herr Gremmels, Ihr Kollege, hat seinerzeit gesagt, wir sehen in erster Linie Kali und Salz in der Verantwortung, dass die umweltrechtlichen Vorgaben bei der Förderung, bei der Produktion und auch bei der Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Die Versenkung kann nur dann erlaubt werden, wenn der Trinkwasserschutz gewährleistet ist. Die zwingende Voraussetzung dafür ist das Vorliegen des sogenannten 3D-Grundwassermodells. Wir alle wissen hier im Hause, die wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, dieses 3D-Grundwassermodell liegt bis heute nicht vor. Ich sage das ohne Schuldzuweisung. Es ist ein hochkomplexes Thema. Insofern wäre ich dankbar, wenn Sie sich der Meinung Ihres Fraktionskollegen Gremmels einfach anschließen. Der gleiche Herr Gremmels sagt, es dürfe kein Druck aufgebaut werden auf die Behörden. Also, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage zum Schluss sehr klar, wir haben eine ganze Reihe von Aufgaben zu erledigen, auch politische Aufgaben zu erledigen. Und bei dieser Veranstaltung sind nicht nur von Herrn Vassiliadis, sondern auch von Betriebsratsvorsitzenden Döll sehr klare Worte gesagt worden, auch in Richtung unserer Nachbarländer. Und die Beschlussfassungen des Niedersächsischen Landtages kennen wir, ich sage gleich dazu, weil es sonst von Ihrer Seite zurecht kommt, auch unter Unterstützung der CDU. Aber in Regierungsverantwortung von SPD und GRÜNEN gibt es in Niedersachsen gegen vieles, was dabei helfen könnte, das Problem zu lösen, Stichwort Oberweser-Pipeline, Bypass, so heißt das, glaube ich, mittlerweile im Fachjargon, dagegen zu votieren, ist bisher die Haltung der niedersächsischen Landespolitik. Und es ist dieser Ministerin gelungen, am Ende des Tages ein gesamtkomplexes Werk, Vier-Stufen-Plan noch einmal und Anrainergemeinschaft mit den entsprechenden gemeinsamen Verabredungen. Was muss denn jetzt alles passieren und was machen wir optional noch für den Fall, dass Versenkungen und andere Dinge nicht stattfinden können? Es ist dieser Ministerin Hinz gelungen, alle zueinander zu führen und dem Unternehmen einen glasklaren Weg für die nächste Zukunft aufzuzeigen. Und deswegen komme ich abschließend zu einem wesentlichen Punkt, den ich glaube, wir nicht außer Acht lassen dürfen in dieser Debatte. Herr Kollege Rentsch hat ja auch den Flughafen noch einmal reingerührt. Hier geht es nicht darum, schwarz-weiß zu malen. Hier geht es nicht darum, nur diesen einen Teil, den ökonomischen Teil oder nur den ökologischen Teil zu nehmen. Herr Schäfer-Gümbel will einen Satz schon sehr klar kritisieren, den Sie gesagt haben, dass es da im Unternehmen Leute gäbe. Ja, also einen kritisiere ich jetzt ganz besonders und stelle es noch einmal heraus, dass Sie es auch mitbekommen. Wenn Sie sagen, im Unternehmen K plus S gäbe es Leute, denen die Umwelt egal wäre, so haben Sie es formuliert, ich weiß nicht, ob Sie es so gemeint haben, sage ich, das habe ich nicht als Eindruck. Im Gegenteil, wir haben es mit einem Management zu tun, die in einem schwierigen Markt, Weltmarkt unterwegs sind. Ich habe es eben mal zwischengerufen, mit Wettbewerbern aus Weißrussland, mit Wettbewerbern aus Südamerika. Sie haben dort, Kollege Rentsch hat es ja angesprochen, wohl in Chile auch entsprechende Gespräche geführt. Und wenn Sie sich die Produktionskosten hier anschauen, mit über 200 € pro Tonne für das Hauptprodukt, und sehen, dass die in Kanada 130 € pro Tonne kosten und in Weißrussland 70 oder 80, dann wissen wir doch alle miteinander, dass das Unternehmen ständig vor einem sehr engen, schmalen Grat steht, noch wirtschaftlich in Deutschland produzieren zu können. Wir müssen uns hier nicht darüber streiten, ob diese Produktion hier notwendig ist. Ja, diese Produktion ist notwendig. Wir brauchen übrigens auch die Rohstoffe, auch in der Region da oben. Und wir brauchen diese Arbeitsplätze. Aber wir müssen diese Welt zur Kenntnis nehmen, in der es einen knallharten Preiskampf und Wettbewerb gibt. Und das wiederum bedeutet, ja, eine Abwägung, Kollege, das ist Sache der Politik, bitte kommen Sie zum Schluss. Eine Abwägung der politischen, der gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen im Vergleich zu dem, was ich gerade zu der Härte des Wettbewerbs gesagt habe.
Aber wenn diese Abwägung getroffen ist, und das steht in Wasserrahmenrichtlinien beispielsweise der Europäischen Union, die wir gemeinsam dort entschieden haben, dann müssen wir uns an diese Gesetze auch halten, damit sich beide Seiten darauf verlassen können. Die Menschen in der Region, die dort Arbeit haben, und die Menschen in der Region, die dort Sorge um Trinkwasser und Umweltbelange haben. Wir bringen das alles zusammen. Die Ministerin wird sicherlich nachher noch einmal die eine oder andere Frage, die Sie hier aufgerufen haben, zu Ihrer hoffentlichen Zufriedenheit beantworten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Rentsch. Frau Präsidentin, Herr Kollege Boddenberg, ich will auf die rechtliche Dimension Ihrer Ausführungen eingehen. Was erwarten wir von der Landesregierung? Klar würde ich mir wünschen, dass nach Recht und Gesetz in den nächsten 4 Wochen die Genehmigung nach dem Vierphasenplan erteilt wird. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das passiert. Aber jetzt noch einmal zur Debatte und zum Unterschied zu Thüringen. Wie kann es sein, dass eine grüne Umweltministerin dort die Übergangsgenehmigung für Unterbreitsbach erteilt, dass dort wieder produziert werden kann? Warum klappt das nicht in Hessen? Ist das eine Frage der Chefsache? Hat Herr Ramelow sich dort eingesetzt? Ich weiß es nicht. Aber Frau Hinz, vielleicht können Sie uns ja den Unterschied erklären, was der Unterschied zwischen den Standorten ist. Und Herr Al-Wazir, ich finde es auch unglaublich. Ich bin bei Ihnen. Ich bin bei Ihnen. Wir finden das auch unglaublich. Aber jetzt wollen wir einmal zu der Frage kommen, wie verhält sich das Umweltministerium? Es sind ja auch Mitarbeiter von Kali und Salz da, sitzen ja auf der Tribüne. Es gab am Tag, als wir bei der Demonstration waren, Kollege Schäfer-Gümbel und ich waren relativ früh da, eine Pressemitteilung des Hessischen Umweltministeriums. Das habe ich hier vorliegen. Frau Hinz, unterschreiben Sie, mit der Ende 2015 erteilten Übergangserlaubnis für das Unternehmen K+S haben wir bereits einen Stillstand in der Kali-Produktion abgewendet. Frage, warum geht das jetzt nicht? Und dann, obwohl das Unternehmen vorher versäumt hatte, die über Jahre hinweg geforderten Unterlagen für das 3D-Modell und die damit für die Versenkgenehmigung rechtzeitigen Unterlagen rechtzeitig bereitzustellen. Sie werfen dem Unternehmen vor, wie Sie das ja auch schon in anderen Mitteilungen und auch im Ausschuss getan haben, seit Jahren nicht vollständige Unterlagen vorzulegen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ja, das ist doch Ihre Pressemitteilung. Jetzt regen Sie sich Kollege über Ihre Pressemitteilung Rentsch, auf. Ihre Kurzintervention sollte sich auf den Beitrag von Kollegen Boddenberg beziehen. Ja, dann bedanke ich mich. Herr Boddenberg, frage ich Sie, weil Frau Hinz diese Pressemitteilung geschrieben hat, sind Sie der Auffassung, genauso wie ich, dass das Ministerium hier verzögert, oder sind Sie nicht der Auffassung, dass jetzt endlich einmal hier Klartext gesprochen werden muss. Warum kann in Thüringen gehandelt werden, während in Hessen Stillstand ist und Arbeitsplätze damit gefährdet werden? Vielen Dank. Herr Boddenberg, Sie haben Gelegenheit zur Erwiderung. Nein, erst sind Sie noch einmal dran. Ja, ich habe. Okay, wir können es auch andersrum machen. Er hat aber längere Redezeit. Eine sehr kurze Erwiderung auf Herrn Kollegen Rentsch. Den Unterschied zwischen Hessen und Thüringen kann ich mit einem Satz beschreiben. In Thüringen ist vom Unternehmen ein Antrag gestellt worden, in Hessen noch nicht, weil die Dinge, die Sie angesprochen haben, noch fehlen und das Unternehmen selbstverständlich das liefern muss, was Sie zur Stützung Ihres Antrags und zur Genehmigung Ihres Antrags brauchen. Das liegt noch nicht vor. Und deswegen Thüringen kann, weil ein Antrag dort ist, so entscheiden, wir noch nicht. Vielen Dank. So, jetzt die nächste Kurzintervention von Kollegen Schäfer-Gümbel. Und darauf legen wir auch Wert. Ja, Hessen ist auch Nettozahler, stimmt. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede, aber die sparen wir uns. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Boddenberg, ich habe mich noch einmal gemeldet, weil Sie ja jetzt gerade versucht haben, so ein bisschen nach dem alten Motto Angriff ist die beste Verteidigung zu erklären, es gebe Widersprüche in der SPD-Fraktion. Und in der Tat, in meiner Fraktion gibt es Debatten. Und es gibt unterschiedliche Akzentuierungen. Das soll übrigens in Ihrer Fraktion nicht ganz anders sein, habe ich gehört. Der entscheidende Punkt ist aber, dass wir Entscheidungen getroffen haben über die Frage, wie wir mit dem Gesamtkomplex umgehen. Und es gibt zwischen dem, was Sie hier gesagt haben, als Vorhalt zum Kollegen Gremmels und meiner Position überhaupt keinen. Ich habe am Ende ausdrücklich gesagt, dass dieses Spiel, Arbeit und Umwelt gegeneinander auszuspielen, dass das aufhören muss. Im Übrigen gibt es von mir keinen Brief an irgendjemanden wie den Ministerpräsidenten, um ihn aufzufordern, irgendeine Genehmigung zu erteilen. Es ist nicht meine. Ja, Sie haben es auf mich mitbezogen, und ich sage Ihnen, den gibt es nicht. Sondern was wir gesagt haben, es gibt eine Notwendigkeit zur Solidarität. Es gibt ein paar Klärungsfragen, weil es gibt eine Lücke zwischen dem Vierphasenplan und dem Masterplan. Und Sie haben ganz bewusst, ja, und wie ich finde, zutreffend, den Konflikt nicht nur mit der Thüringer Umweltministerin angesprochen. Auch dazu habe ich übrigens etwas gesagt.
Aber wir haben doch objektiv ein Problem, wenn der Vier-Phasen-Plan und der Masterplan nicht übereinstimmen. Jetzt habe ich noch nichts über die Frage gesagt, wie Sie mit dem Thema 360-Millionen-Paket umgegangen sind. Sich hier hinzustellen und zu sagen, das sei eigentlich das Wert von CDU-geführten Landesregierungen, ist absurd. Es ist absurd. Das 360-Millionen-Paket ist ein Paket des Unternehmens, das im Übrigen die Beschäftigten bezahlt haben und sonst niemand. Und ich erwähne es deswegen, weil hier immer den Eindruck zu erwecken, nach dem Motto, Sie sind die Einzigen, die irgendwas machen, aber am Ende es eben auch ein Teil der Wahrheit ist, dass Ihre Umweltministerinnen kollektiv versagt haben, weil sie das Thema seit Jahren haben liegen lassen. Das ist ein Teil dessen, was man heute mit aufrufen muss. Kollege Schäfer-Gümbel, die zwei Minuten zu Ende. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Und ich will dazu nur daran erinnern, die wortreichen Erklärungen des Kollegen Landau und der Frage, welche Vorhalte er gegenüber dem Unternehmen hat, die sprechen eine eigene Sprache. Herzlichen Dank. Kollege Boddenberg zur Erwiderung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Herr Kollege Schäfer-Gümbel und Herr Kollege Rentsch, ich glaube, die Lautstärke und die Emotionalität der Debatte erklärt sich von selbst. Aber ich glaube, das nehmen Sie mir nicht übel, dass Ihre Beiträge heute nicht gerade dazu geführt haben, dass wir nur über sachliche Zusammenhänge reden. Alles ohne Vorwurf. Es ist völlig in Ordnung. Sie haben Ihre traditionelle Beziehung zum Bergbau angesprochen. Das wird Ihnen nicht nur keiner nehmen, sondern ich finde und kann mit dieser Tradition und auch dieser Bindung und dem Kümmern aller Beteiligten, auch der Sozialdemokraten, nicht nur sehr gut leben, sondern ich finde es eine tolle Geschichte in unserem Land, dass der Bergbau übrigens auch heute noch bis 2016, wenn wir das jetzt alles, 60 jetzt alles hinbekommen, eine nicht nur Tradition, sondern auch eine Zukunft hat. Ich will nur noch einmal zwei Dinge, die Sie angesprochen haben, aufrufen. Das eine ist das 360-Millionen-Programm. Ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, dass wir 360 Millionen als Land investiert hätten. Wir haben dafür gesorgt, dann habe ich vielleicht ein Wort weggelassen. Aber wie käme ich denn darauf, darüber zu reden, dass das Land 360 Millionen hat? Das hätte ich einmal sehen wollen, wenn wir das gemacht hätten, was Sie dann und die LINKEN vor allen Dingen erklärt hätten, dass wir den Konzern taschenvoll machen. Also, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Es geht um ein 360-Millionen-Programm. Sie sprechen eben von 400 Millionen, die es mittlerweile geworden sind, aus der Vergangenheit, das mit dem Dialog, den wir seit vielen Jahren mit dieser Landesregierung und dem Unternehmen führen, entstanden ist und dem Unternehmen dann auch eine Reihe von Investitionen tatsächlich vorgegeben hat, dieser Dialog, die ein gewaltiges Volumen haben. Sie haben es angesprochen. Und ich will noch einen zweiten Punkt ansprechen. Sie haben die Nachbarländer angesprochen. Ja, könnten wir uns noch einmal darauf verständigen, dass das Thema sehr vielschichtig ist? Wenn ich mir anschaue als Laie, ich bin kein Chemiker, kein Physiker, kein Geologe, wie komplex dort die Entsorgungsdinge sind, von Einstapeln über Einleiten, über Nordsee-Pipeline, über Oberweser-Pipeline, die kürzere Variante, über das, was wir jetzt in möglicherweise alte Kavernen, da gibt es Verhandlungen mit der niedersächsischen Landesregierung, ich glaube auch einen Brief der Ministerin an ihren Kollegen dort, uns solche Räume zur Verfügung zu stellen. Zum einen, wer sich damit als Laie beschäftigt, kommt irgendwann zu einem Schluss, nämlich, dass das sehr komplex ist und dass es auch eine evolutionäre Entwicklung gibt, eine technische Weiterentwicklung Kollege gibt an vielen Boddenberg, Stellen, die hin und wieder dazu geführt haben, dass das Unternehmen sich auch in seiner Politik verändern musste, aus wirtschaftlichen Gründen. Ich habe es eben angesprochen. Und deswegen, letzter Satz, Frau Präsidentin, lass uns alle miteinander vornehmen, dass ein solcher Brief in Richtung niedersächsische Landesregierung nicht wirkungslos bleibt. Und lass uns alle, jede Fraktion für sich, in seinem Beritt, in seiner Einflusssphäre dort versuchen, dem Unternehmen zu helfen, indem wir die Dinge, die zum Antrag stellen notwendig sind, auch beigebracht werden können. Und dann gibt es auch in Hessen einen Antrag, der dem Unternehmen Sicherheit und Produktionssicherheit und die Arbeitsplätze ebenfalls sicher macht. Vielen Dank. Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Viele von uns haben in der letzten Woche Tausende von verunsicherten Kalikumpeln und ihre Familien gesehen. Und die sind sauer auf die Politik. Und das ist so richtig, wie es falsch ist. Es ist falsch, weil sie glauben, die Politik müsste einfach für ein Weiter-so sorgen. Und es ist richtig, weil die Politik das Unternehmen in den letzten Jahren nicht zu einer modernen Produktion gezwungen hat. Richtig wäre aber an dieser Stelle auch ein gerütteltes Maß an Kritik der Mitarbeiter am Management von Kali und Salz.
Schädlich ist es aber, wenn die selbsternannten Kalikumpelversteher der letzten Wochen den Beschäftigten bei K&S vorgaukeln, dass das Land nur einfach schneller genehmigen müsse, um die Probleme zu beseitigen. Da bin ich ja ausnahmsweise einmal bei Herrn Boddenberg. Das muss man nach Recht und Gesetz machen. Und es ist schändlich, wie Sie mit Blick auf die nächsten Wahlen mit den Gefühlen der verunsicherten Bergleute spielen. Herr Rentsch, es wäre doch ehrlicher gewesen, zu sagen, dass Sie hier für die Aktionäre sprechen. In Thüringen hat der Kalibergbau eine Perspektive von ca. 15 Jahren. In Hessen rechnet man mit 30 Jahren. Was danach bleibt, wenn es nach K&S und der Hessischen Landesregierung geht, ist ungenießbares Grundwasser und die Salzhalden mit ihren Abwässern. Deshalb müssen wir in den nächsten 5 Jahren zu entscheidenden Verbesserungen bei der Entsorgung der Abfälle kommen und nicht erst in 50 Jahren. Es ist ein offenes Geheimnis, dass jeder Kubikmeter Lauge, der versenkt wird, unweigerlich zu noch größeren irreparablen Schäden am Grundwasser führen. Im hessischen Heringen zerstört das salzhaltige Grundwasser die Kanalisation und gefährdet das Klärwerk. Wegen versalzener Trinkwasserbrunnen musste die Gemeinde schon an die Fernwasserleitung angeschlossen werden. Auch im thüringischen Gerstungen versalzen die Trinkwasserbrunnen. Und von der Hattorfer Halde in Hessen fließen mit Schwermetallen und Salz belastete Haldenabwässer in Thüringer Grundwasser. Die Nutzung eines ganzen Grundwassergebietes ist im Juni verboten worden. Das ist an Populismus kaum zu überbieten, wenn angesichts dieser Tatsachen Vertreter von SPD, CDU und FDP die Behörden auffordern, die Anträge von K&S schneller zu bearbeiten und Versenkung und Haldenerweiterung zu genehmigen. Was da von Politik aus diesem Haus gefordert wird, ist nicht nur kurzsichtig, es ist auch noch der Aufruf zu Straftaten. Die Fortführung der Versenkung, wie sie die FDP und nun auch die SPD-Fraktion fordert, verstößt gegen das Wasserhaushaltsgesetz. Ja, deswegen wird doch nicht genehmigt, weil es genau dagegen verstößt. Da müssen Sie doch nicht was fragen, Herr Schäfer-Gümbel. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsressort, Umweltgesetze sind eben kein entbehrlicher Luxus. Wie die Schäden in Heringen und Gerstungen eindeutig zeigen, geht es um den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, vor allem um unser Trinkwasser und um die Vermeidung hoher Kosten durch Umweltschäden. Von 1977 bis heute hat die Gemeinde Heringen 74 Millionen € allein für die Reparatur der Kanalisation aus Steuergeldern aufwenden müssen. Ja, wovon ist sie denn kaputtgegangen? Es ist erschreckend, dass den Genossen Sozialdemokraten die volkswirtschaftliche Perspektive fremd zu sein scheint. Während die Kosten für die Umweltschulden beim Steuerzahler bleiben, fließen die Gewinne aus der Kaliproduktion zu den Aktionären. Wir haben es hier mit einem international agierenden Konzern zu tun, der sich zu 61% in den Händen institutioneller Investoren befindet. Diesen Investoren sind die Umweltprobleme in Thüringen und Hessen so lange gleichgültig, bis sie zu einer Bedrohung ihrer Rendite werden. Und die Arbeitsplätze sind denen ohnehin nur Mittel zum Zweck. Hier muss eine moderne, nachhaltige Industriepolitik ansetzen, die ökologische, soziale und ökonomische Dimension der Kaliproduktion auf der Höhe kapitalistischer Verwertungsprozesse behandelt und auf der Höhe der Technik. Die Aufgabe der Politik ist es, die Konzernleitung zur Einhaltung der Gesetzgebung zu zwingen und sie beim Aufbau umweltfreundlicher Produktionsverfahren zu unterstützen, und zwar zukunftsfähiger Entsorgungswege, die nicht gleich vor Gericht landen oder bei der Europäischen Kommission das Mahnverfahren befördern, weil sie die Gewässer weiter versalzen. Wir müssen davon weg, sonst ist es das Ende für die Kaliproduktion. Stattdessen setzt die Landesregierung und die Konzernspitze auf ein Modell, das nachweisen soll, dass das Abwasser unter Tage bleibt, wo jeder in der Region weiß, wo die Brühe wieder raufkommt. Oder sie will Abwasser unter Tage stapeln, wo wiederum jeder Kumpel weiß, wie hochriskant das ist. Und zu guter Letzt sollen die Halden abgedeckt werden. Noch so eine Luftnummer, von der die Spatzen von den Dächern pfeifen, dass sie nicht geht. Und selbst wenn sie ginge, bliebe immer noch Abwasser übrig. Aber nichtsdestoweniger werden dafür Forschungsgelder verbrannt. Nichts als Augenwischerei, die am Ende zulasten der Kalikumpel geht. Und Herr Schäfer-Gümbel, es ist auch völlig wurscht, ob es der Vierphasenplan oder der Masterplan oder sonst was für ein Plan ist. Der ganze Weg ist der falsche. Wir brauchen dringend einen anderen Weg. Seit Jahren, das können wir ganz leicht sagen, seit Jahren fordern wir hier im Parlament schon die dritte Landesregierung auf, Kali und Salz auf eine nachhaltige Kaliproduktion zu verpflichten. Die Salzhalden müssen unter Tage gebracht werden.
Die Rohstoffe in den flüssigen Abfällen müssen optimal auf der Höhe des Standes der Technik genutzt werden. Das würde auch noch Geld einbringen. Die restlichen Laugen müssen dann eingedampft werden. Durch die Verfüllung der Hohlräume könnten unter Umständen sogar später Stützpfeiler, die jetzt zur Stabilisierung stehen bleiben müssen, zusätzlich abgebaut werden. Damit würde dann unter Umständen auch der Abbauzeitraum verlängert werden. Wie kurzfristig Übergangslösungen geschaffen werden können, hat die thüringische Landesregierung vorgemacht. Wenn die hessische Umweltministerin immer noch auf das versprochene Grundwassermodell wartet, wurden in Thüringen innerhalb weniger Wochen die Genehmigung für eine vorübergehende Einlagerung von Salzlauge in ungenutzte unterirdische Kavernen gegeben. Der thüringische Wirtschaftsminister Tiefensee hat sich bei der Firma KUTEC über alternative Aufbereitungsverfahren informiert, und Ministerpräsident Ramelow lädt zu einem Kali-Gipfel ein, um über die Zukunft der Thüringer Kaliproduktion und den Umgang mit den Altlasten zu verhandeln. Und das ist etwas anderes als ein runder Tisch. Das ist nämlich bei der Landesregierung angesiedelt und nicht die Hoheit hat, wer zahlt, nämlich K&S. Und was macht Hessen? Die hessische Umweltministerin hält weiterhin an dem nicht umsetzungsfähigen Vierphasenplan mit Versenkung, Aufhaltung Oberweser-Pipeline fest. Und das ist ein Irrweg und ein Armutszeugnis. Mit Ihrer Unterstützung bei der Kalibrierung des Grundwassermodells von K&S, da können Sie noch so stöhnen, es ist so, und der Einberufung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe Endkalibrierung, dem Maulkorb für das Halnuck und der fortlaufenden Falschinformation der Öffentlichkeit begeben Sie sich, Frau Ministerin, auf ganz dünnes Eis. Schwarz-Grün, meine Damen und Herren, setzt das Ökodumping der letzten Landesregierungen fort. Und Priska Hinz schafft an der Stelle die Wende leider nicht. Mehrfach haben wir dem Parlament den Drei-Stufen-Plan der Werra-Weser-Anrainer-Konferenz vorgestellt. In 7 Jahren, nicht erst in 50 oder 60 Jahren, könnten wir in Hessen zu einer Kaliproduktion ohne Abgabe von Abwässern in die Umwelt und ohne neue Salzhalden kommen. Dass das technisch machbar ist, und deswegen kann ich Ihr Augenrollen langsam nicht mehr ertragen, dass das technisch machbar ist, hat das Umweltbundesamt bestätigt. Also erzählen Sie hier nicht, es ginge nicht. Aber CDU und GRÜNE in Hessen wollen diesen Weg nicht gehen. Warum, erschließt sich mir nicht. Allerdings stellt sich schon die Frage, wie lang der Arm von Kali und Salz an der Stelle ist. Und ich frage Sie, wer wird für die Schäden aufkommen, die Halden und das versalzene Grundwasser, die nach dem Ende der Kaliproduktion noch verursacht werden? Kollege Warnecke bestimmt nicht. Und wer kümmert sich um die arbeitslosen Bergleute? Von einer verantwortungsvollen Industriepolitik für die Menschen in diesem Land kann daher nicht die Rede sein. Und die Landesregierung hat auch kein Konzept dafür, wie eine solche Politik aussehen könnte. Im Gegenteil, wenn der hessische Ministerpräsident Bouffier auf einer Südamerika-Reise dem Vorstandsvorsitzenden von K+S bei der Durchsetzung neuer Geschäftsideen in Chile die Hand hält, dann hat das mit einer Politik für die Menschen in Hessen nichts zu tun. Wie naiv muss man eigentlich sein, um zu glauben, dass, wenn es dem Weltkonzern K&S gut geht, es auch den Beschäftigten von K&S in Hessen gut geht? Das Einzige, was passiert, ist, dass die Boni der Topmanager steigen. Und kein Arbeitsplatz in Hessen wird davon gerettet. Oder hat Ihnen Herr Steiner irgendetwas derartiges versprochen? Kali und Salz produziert nicht dafür. Das wird ganz von selber passieren. Wir werden den Dreck erben. Das werden Sie nicht verhindern können, und das wird problematisch genug. K&S produziert nicht dafür, dass die Menschen in der Region Arbeit haben, sondern um Profite zu machen. So ist es nun einmal. Wenn diese nicht groß genug ausfallen, werden die Arbeitsplätze zur Verhandlungsmasse, und das erleben wir seit Jahren. Das ist Kapitalismus in Reinkultur. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Konzernleitungen selbst eigene Standorte zueinander in Konkurrenz und die jeweiligen Regierungen damit unter Druck setzen. Das ist doch ein altbekanntes Spiel, kennen wir doch von anderen. Die Aufgabe der Politik ist es, Herr Bouffier, diesem Kapitalismus soziale und ökologische Schranken zu setzen und nicht dem Konzernmanagement von Kali und Salz dabei zu assistieren, in anderen Teilen der Welt neue Erpressungspotenziale zu erschließen. Das Vorhaben, in der hessischen Verfassung die Option der Vergesellschaftung des Bergbaus zu streichen, richtet sich gegen die Beschäftigten. Aber es ist gar nicht wichtig, ob wir das streichen oder nicht. Am Ende werden wir das Elend erben. Das wird auf jeden Fall so kommen. Und dagegen würde ich gerne einmal ein Argument hören, wie Sie das verhindern wollen. Es stellt sich die Frage, Frau Kollegin Schott, Sie müssen zum Schluss kommen. Stellt sich die Frage, mit wem Schwarz und Grün solidarisch ist. Danke, Herr Präsident.
Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender der BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie die Kolleginnen und Kollegen Fraktionsvorsitzenden habe auch ich vergangene Woche an der Demonstration von über 10.000 Menschen im Kali-Revier teilgenommen. Mich hat das sehr beeindruckt. Mir hat das noch einmal verdeutlicht, welche Bedeutung in der Region der Kaliabbau hat, wie viele Existenzen, wie viele Familien da dranhängen, aber auch wie viel Identität und Herzblut der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da drinsteckt. Ich sage, das hat mich berührt. Das hat mich auch noch einmal mehr bestärkt in meiner Erkenntnis, welche Bedeutung die Lösung der Probleme in dieser Region in der Politik hat. Es hat mich dann ehrlich gesagt etwas befremdet, und ich finde es auch völlig unangemessen, wie in Teilen die Debatte hier geführt wurde. Es hilft keiner einzigen Mitarbeiterin, keinen einzigen Mitarbeiter, wenn wir hier so tun, als seien wir im Hessischen Landtag nicht darin einig, dass wir alle gemeinsam nach Lösungen für die Probleme suchen. Und es hilft schon gar niemandem, Herr Kollege Rentsch, wenn man seine Rede in weiten Teilen mit Unterstellungen, Halbwahrheiten und falschen Behauptungen gestaltet. Worum geht es in der Debatte, und was eint uns hoffentlich alle hier in diesem Hessischen Landtag? Wir wollen die Arbeitsplätze sichern. Wir wollen unser Trinkwasser schützen, und wir wollen die Vorgaben für die Wasserqualität in Werra und Weser einhalten. Das eint uns alle. Das sollten wir doch auch in dieser Debatte herausstellen. Und alles drei gehört auch zusammen, meine Damen und Herren. Und jeder Versuch, das eine gegen das andere auszuspielen oder zu sagen, das eine könne man vernachlässigen, um den anderen Vorrang zu geben, das funktioniert eben nicht in dieser Debatte. Wir müssen die Arbeitsplätze sichern und einen Weg für die dauerhafte Produktion schaffen, weil wir damit auch eine Perspektive schaffen, wie wir mit den vorhandenen Produktionsrückständen umgehen. Da brauchen wir das Unternehmen mit im Boot. Diese Aufgabe werden wir nicht allein schultern können. Wir können aber auch nicht den Menschen vorgaukeln, wir können den Trinkwasserschutz vernachlässigen. Einmal, weil viele Menschen sich Sorgen um ihr Trinkwasser und weil wir es auch nicht riskieren können, das Trinkwasser zu gefährden. Aber selbst wen das nicht überzeugt, Herr Kollege Rentsch, wir dürfen rechtlich das Trinkwasser nicht gefährden, weil sonst das Ende der Produktion ist. Wer die Produktion erhalten will, der muss das Trinkwasser schützen, Herr Kollege Rentsch. Und wir können uns auch keinen schlanken Fuß machen in Bezug auf die Wasserqualität in Werra und Weser. Das kann man richtig, das kann man falsch finden. Aber wenn wir das nicht einhalten, was es hier mit der Wasserrahmenrichtlinie für Vorgaben gibt, auch dann bringen wir das Unternehmen, auch dann bringen wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in eine schwierige Situation. Und deshalb gehört alles drei zusammen, meine Damen und Herren. Wer für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer etwas erreichen will, Herr Kollege Rentsch, der muss sich um die Lösung der Probleme kümmern und hier nicht allerplatteste Sprüche machen. Allerplatteste Sprüche. Und ich sage ausdrücklich, wenn es den Vierphasenplan dieser Landesregierung nicht gäbe, wir müssten ihn erfinden, denn dieser Vierphasenplan ist zum ersten Mal eine Antwort darauf, wie wir die Produktion im Kali-Revier dauerhaft sichern können und die Umweltstandards einhalten. Diese Landesregierung hat erstmals, Herr Kollege Rentsch, einen solchen Plan vorgelegt, wie das nicht nur von Jahr zu Jahr geht, sondern wie das für die nächsten Jahrzehnte geht. Und, Herr Kollege Rentsch, Sie haben einer Landesregierung angehört, die das nicht hingebracht hat. Und jetzt die Sprüche zu machen, jetzt hier erzählen, was man tun sollte, und selbst nichts hingekriegt haben, sich selbst um das Thema nie gekümmert haben und jetzt falsche Behauptungen aufstellen, Herr Kollege Rentsch, Sie von der FDP, Sie werden nie die Arbeiterführer werden, weil Sie null, aber auch null Glaubwürdigkeit in diesem Thema haben.
Diese Landesregierung hat ihre Hausaufgaben gemacht in diesem Thema. Sie hat die Hausaufgaben gemacht. Wir haben den Vierphasenplan vorgelegt, gemeinsam mit dem Unternehmen. Wir haben dann dafür gesorgt, dass dieser Vierphasenplan auch abgestimmt wird mit allen Anrainerbundesländern, weil auch dann hätte das nichts gebracht, wenn das nicht gelungen wäre. Auch das haben wir geschafft, einen Plan vorzulegen mit dem Unternehmen, jetzt abgestimmt mit allen Bundesländern. Die Landesregierung hat ihre Hausaufgaben in diesem Bereich nun wirklich gemacht, meine Damen und Herren. Was die Landesregierung nicht tun kann, und auch da wundere ich mich, Herr Kollege Rentsch, dass man eine Partei, die ja immer behauptet, sie würde das Unternehmertum vertreten und sie sei für die Marktwirtschaft, was eine Landesregierung nicht tun kann, Herr Kollege Rentsch, es wundert mich wirklich, dass ich Ihnen das erklären muss, wir können nicht für das Unternehmen die notwendigen Anträge zur Umsetzung des Vierphasenplans stellen. Das können wir ausdrücklich nicht, Herr Kollege Rentsch. Und genau in der Situation sind wir. Wenn Sie fragen, wo ist der Unterschied zwischen Thüringen und Hessen? Es ist ein ganz einfacher Unterschied. In Thüringen hat das Unternehmen einen Antrag gestellt. In Thüringen gab es eine Genehmigung für die Einlagerung der Produktionsabfälle in die Bergwerke. Und in Hessen gibt es keinen Antrag und gibt es bislang keine Genehmigung und gibt es bislang keine Verständigung mit der Gasunion, der dieses Werk gehört, die Gaskaverne in Reckroth. Das ist der Unterschied. Das wissen Sie doch alles, Herr Kollege Rentsch. Warum versuchen Sie hier den Eindruck zu erzeugen, irgendjemand wolle politisch etwas verhindern? Das ist so billig, das ist so schäbig, es ist so unangemessen den Beschäftigten im Kalirevier gegenüber. Und Herr Kollege Rentsch, Sie waren in diesem Land ja mal in Regierungsverantwortung. Es ist noch gar nicht so lange her, aber Ihr Gedächtnis ist kurz, scheint mir. Und jemand, der in diesem Land einmal Regierungsverantwortung getragen hat, Frau Kollegin Beer gleich mit, Herr Kollegin Hahn auch, also die Hälfte der FDP-Fraktion war schon einmal in Regierungsverantwortung, der erklärt mit Pressemitteilung vom 8. September, Zitat, die vom Land fest versprochene Genehmigung zur Versenkung von Salzabwässern müsse jetzt endlich erteilt werden. Die fest versprochene Genehmigung. Herr Kollege Rentsch, fest versprochene Genehmigung aus dem Mund von jemandem, der für sich in Anspruch nimmt, eine Rechtsstaatspartei zu nennen. Fest versprechen konnten Sie als Wirtschaftsminister und haben Sie es auch nie, Genehmigung nie. Sie konnten versprechen, dass Sie nach Recht und Gesetz durchgeführt werden. Und genau das geschieht jetzt. Und warum, Herr Kollege Rentsch, versuchen Sie, einen anderen Eindruck zu erwecken? Warum versucht der frühere Wirtschaftsminister dieses Landes, den Eindruck zu erwecken, man könne sich über geltendes Recht hinwegsetzen, man könne Genehmigungen versprechen, ohne dass sie vorher geprüft sind? Herr Kollege Rentsch, Sie glauben es sich doch selbst nicht, was Sie hier erzählen. Und deshalb hätte ich mir sehr gewünscht, dass im Mittelpunkt dieser Debatte von allen Rednern steht, wie können wir jetzt Lösungen finden. Der Vierphasenplan ist die Lösung für eine dauerhafte Produktion im Einklang mit der Umwelt. Er ist jetzt mit den anderen Bundesländern erweitert worden zum Bewirtschaftsplan Salz. Auch das brauchen wir, alle Bundesländer im Boot. Und ja, jetzt haben wir eine aktuelle Situation, wo es eine Schwierigkeit gibt, wo es einen Produktionsengpass gibt. Und auch da, Herr Kollege Rentsch, ist die Antwort der Landesregierung ja nicht Ignoranz, ist die Antwort der Landesregierung ja nicht Ideologie, wie Sie unterstellen, sondern auch hier helfen wir den Unternehmen. Und nehmen Sie doch einmal zur Kenntnis, es gibt derzeit eine Übergangsgenehmigung schon. Es gibt derzeit schon das Bemühen, die Produktionsabfälle in Reckroth einlagern zu lassen. All das gibt es doch. Und warum erzählen Sie dann etwas komplett anderes hier in diesem Plenum? Wir sind für jeden Vorschlag offen, weil uns alle das Ziel ein sollte, die Produktion im Einklang mit der Umwelt aufrechtzuerhalten. Ich habe nur leider in dieser Debatte keinen einzigen Vorschlag gehört,
was wir jetzt eigentlich anders machen sollen. Ich habe nicht gehört, was die bessere Idee ist als der Vierphasenplan oder der Bewirtschaftungsplan Salz. Ich habe nicht gehört, was mehr wir tun könnten, als Übergangsgenehmigungen dem Unternehmen geben und das Unternehmen, so es denn einen Antrag stellt, dabei unterstützen, in Rekrot einlagern zu können, hier schnellstmöglich die Prüfungsverfahren einzuholen. Herr Kollege Wagner, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich habe keinen einzigen konkreten Vorschlag gehört. Und wenn das so ist, ist das ja nicht schlimm. Vielleicht ist es ja wirklich auch einmal gut, was die Landesregierung macht, liebe Opposition. Aber dann erwecken Sie doch hier bitte nicht den Eindruck, als wollte irgendjemand Arbeitsplätze aufs Spiel setzen für einen billigen parteipolitischen Vorteil. Das haben die 10.000 Menschen, über 10.000 Menschen, die vergangene Woche demonstriert haben, nun wirklich nicht verdient, dass so billig, so unseriös mit ihren Sorgen umgegangen wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Staatsministerin Priska-Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Natürlich nimmt die Hessische Landesregierung die Sorgen der Beschäftigten im Kali-Revier und derjenigen, die von der Produktion abhängig sind, sehr ernst. Nicht umsonst war ich letzte Woche bei der Kundgebung, an der viele Tausend Menschen, über 10.000 Menschen, teilgenommen haben. Aber wir nehmen nicht nur die Sorgen der Beschäftigten ernst, sondern die Hessische Landesregierung handelt auch dafür, dass die Existenz von Kali und Salz, deren Unternehmen in Hessen und Thüringen auch tatsächlich weitergehen kann und für Vollproduktion sorgen kann. Und das ist das, was die Beschäftigten doch am meisten brauchen. Sie brauchen keine Debatten, die auf plattestem Niveau geführt werden, lieber Kollege Rentsch, sondern sie brauchen Taten, und diese Landesregierung handelt. Es ist das Verdienst der Hessischen Landesregierung, dass die Grundlage dafür geschaffen wurde, die umweltpolitischen Fragen und Probleme so zu lösen, dass die Arbeitsplätze an den Kali-Standorten und die Wertschöpfung der Kali-Industrie für die nordhessische Region nicht gegen den Gewässerschutz ausgespielt werden. Und wir haben ja schon Übergangslösungen gefunden, auch für dieses Jahr. Wir haben die Abhängigkeit der Kali-Produktion von der Wasserführung der Werra durch die Verlängerung des Chloridgrenzwertes bis 2021 verringert, damit wir die Maßnahmen der Flussgebietsgemeinschaft tatsächlich auch unterstützen. Das heißt, Kali und Salz darf mehr Salz einleiten in die Werra, als ursprünglich vorgesehen war. Es war nämlich vorgesehen, es abzusenken. Und obwohl dieser Hessische Landtag einstimmig mehrfach beschlossen hat, dass die Salzeinleitung in die Werra reduziert werden muss, hat diese Landesregierung entschieden, es bleibt beim gleichen Niveau, damit die Produktion weiter stattfinden kann. Meine Damen und Herren, das sollten Sie sich einmal hinter die Ohren schreiben. Wir haben gestattet, dass die Versenkung von Kaliabwässern in den Untergrund bis Ende 2016 stattfinden darf, ohne dass das 3D-Modell schon kalibriert ist. Das war ein schwieriger Schritt. Sie alle wissen, dass schon mit der letzten Versenkgenehmigung eine
eine Nebengenehmigung vorhanden war, dass das nur noch stattfinden darf für das Unternehmen, wenn es das 3D-Modell gibt. Das 3D-Modell wurde nicht von der Landesregierung erfunden, sondern Kali und Salz wollte dieses Modell etablieren. Jetzt gibt es diese Übergangsgenehmigung dafür, dass die Beschäftigten auch dort weiter arbeiten können. Und Kali und Salz hätte Zeit gehabt, in diesen Monaten ein funktionsfähiges Kalibrierungsmodell auf den Weg zu bringen. Aber es ist noch nicht so weit, dass es zu Ende kalibriert ist. Und das sagt auch der Gutachter von K&S. Alle sind sich einig, auf dieser Grundlage kann noch keine Prognose erfolgen, und deswegen kann auch noch keine endgültige Versenkgenehmigung gegeben werden, die vor Gerichten standhalten würde. Und, meine Damen und Herren, was würde es Kali und Salz nutzen und den Beschäftigten nutzen, wenn das Regierungspräsidium eine Genehmigung gibt ohne funktionstüchtiges 3D-Modell? Das würde sofort kassiert von den Gerichten. Und Kali und Salz wäre platt. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand hier tatsächlich will. Und Herr Kollege Rentsch, ich finde es schon einigermaßen irritierend, dass Sie als Jurist dieses einfache Momentum und Kriterium wie eine rechtsgültige Genehmigung eigentlich eingeführt werden kann und auch beschlossen werden kann, völlig ignorieren und so tun, als könnte eine Ministerin entscheiden, dass jetzt eine Genehmigung gegeben wird, oder als könnte ein Ministerpräsident so tun, als könnte eine Genehmigung gegeben werden. Das ist vollständig falsch, und das sollten Sie den Beschäftigten auch nicht einreden. Die haben wahrlich etwas Besseres verdient als eine solche Opposition, wie Sie es zurzeit hier darstellen im Parlament. Meine Damen und Herren, wir unterstützen und beraten das Unternehmen in der Suche nach alternativen Möglichkeiten zur Salzabwasserentsorgung jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Und sollte das Unternehmen K&S mit der Gasunion einig werden für die Gaskavernen in Reckroth, dann wird das von uns prioritär geprüft. Das ist auch keine Frage. Aber es gibt noch keinen Antrag für Hessen. Und in Thüringen kann es stattfinden, und das ist der Unterschied, weil es seit 5 Jahren etwa eine Rahmengenehmigung gibt für die Verbringung dort in Springen, im Versuchsfeld. Insofern ist es natürlich einfach für den Ministerpräsidenten Ramelow zu sagen, bei uns findet das statt. Ja, da gab es die Genehmigung schon von der vorherigen Landesregierung. Und wir, das verspreche ich, sobald der Antrag vorliegt, wird der prioritär geprüft. Und wir werden auch K&S dahingehend beraten, dass eine solche Möglichkeit hier in Hessen stattfindet. Und dann komme ich zu Niedersachsen. Ich habe meinem Kollegen in Niedersachsen geschrieben, dass auch in Niedersachsen es Bergwerke gibt, wo Haldenabwässer jetzt verbracht werden können. Da gibt es zurzeit eine Blockade der Landesregierung, es dorthin zu verbringen. Und ich wäre der SPD sehr dankbar, wenn nicht nur ich auf der Kollegenebene, sondern auch die SPD auf der Kollegenebene, Sie haben ja doch sicher Zugang zu dem Ministerpräsidenten, ebenfalls sich dafür einsetzen würden, eine solche Genehmigung zu erhalten, weil das würde tatsächlich die Standorte hier in Hessen entlasten. Und wir haben uns ja alle gemeinsam eingesetzt, als K&S übernommen werden sollte von Potash. Wir haben alle zusammen gesagt, das ist eine Werksfamilie in Niedersachsen, Thüringen und Hessen. Wir wollen gemeinschaftlich dafür sorgen, dass das Werk hier, dass der Konzern auch weiterarbeiten kann. Insofern bitte ich auch jetzt darum, dass wir das
Signal senden. Das ist eine Werksfamilie, und jede Landesregierung seinen Teil dazu beiträgt, dass hier diese Übergangszeit überwunden wird, bis zu dem Zeitpunkt, wo über eine erneute Versenkgenehmigung entschieden werden kann. Ich bin gespannt, wie die SPD, wie Herr Schäfer-Gümbel gegenüber dem Ministerpräsidenten Weil diese Möglichkeit auch dort vorbringt. Mein Ministerpräsident macht natürlich auch was. Das ist doch überhaupt keine Frage. Wir strecken alle unsere Fühler aus. Aber ich glaube, von Partei zu Partei ist so etwas auch durchaus möglich, dass man da ebenfalls etwas tut und nicht nur in die Debatte geht mit forschen Sprüchen. Meine Damen und Herren, wir würdigen sehr wohl die Investitionen, die konkret erfolgt sind von K&S, das ist keine Frage. Aber auch das Unternehmen selbst weiß, dass das immer noch nicht genug ist und dass sie mehr tun müssen. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst. Auch ich nehme meine Verantwortung ernst als zuständige Umweltministerin. Wir haben Planungssicherheit geschaffen, einmal mit dem Vier-Phasen-Plan. Und natürlich sind in dem Vier-Phasen-Plan Absichtserklärungen. Das ist doch überhaupt kein Vorwurf. Das ist doch überhaupt keine Frage. Aber wir haben mit dem Unternehmen festgelegt, was jede Seite tun soll und tun muss, damit genehmigungsfähige Unterlagen vorgelegt werden, damit es überhaupt möglich ist, zu entscheiden, und damit eine Grundlage gelegt wurde für den Maßnahmenplan Salz, den die Flussgebietsgemeinschaft Weser dann auch beschlossen hat. Die Hessische Landesregierung hat durchgesetzt, dass die Versenkung nach dem Maßnahmenplan Salz überhaupt noch einmal möglich ist. In Thüringen steht im Koalitionsvertrag, dass keine Versenkung mehr stattfinden soll. So viel zum Lob der thüringischen Landesregierung. Es war ein schwieriges Unterfangen, die thüringische Kollegin dazu zu bringen, dem Maßnahmenplan zuzustimmen, weil die Versenkung jetzt noch einmal erlaubt werden soll. Hessen hat es geschafft, meine Damen und Herren. Es war ein schwieriges Unterfangen, hinzukriegen, dass in den Maßnahmenplan Salz der Werra-Bypass aufgenommen wird. Ein sehr schwieriges Unterfangen. Und ich weiß noch, wie ich von nordhessischen Kollegen und Kolleginnen der SPD angegangen worden bin, ganz hart angegangen worden bin. Ja? Diese hessische Landesregierung und ich, wir haben es geschafft, dass dies in den Maßnahmenplan reingekommen ist, meine Damen und Herren. Und dieser Maßnahmenplan führt dazu, dass nicht nur die Trinkwasserversorgung gesichert werden kann, und darauf haben nicht nur die Beschäftigten auch einen Anspruch, weil was nützen ihnen Arbeitsplätze, wenn das Trinkwasser verseucht ist? Die Beschäftigten wollen auch gesundes Trinkwasser, gutes Grundwasser. Dafür sorgen wir, dafür kämpfen wir. Und wir haben mit diesem Maßnahmenplan, der natürlich ein erweiterter Vierphasenplan ist, Grund gelegt dafür, dass die Arbeitsplätze dort weiter existieren können, und zwar bis zum Jahre 2060, bis die Betriebe aufgegeben werden müssen, mangels Rohstoffe im Boden. Das ist das Verdienst dieser Landesregierung. Das sind die Taten, die wir vorzeigen können. Und natürlich erwarten wir, dass auch das Unternehmen seine Verantwortung ernst nimmt und alle Unterlagen zeitgerecht bringt, damit auch geprüft werden kann und die Genehmigungen von dieser Landesregierung und den nachgeordneten Behörden gegeben werden können. Und insofern sind wir auf gutem Weg, meine Damen und Herren. Das ist das Signal an die Beschäftigten, und ich glaube, das ist das richtige Signal. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Warte mal.